und herzlich willkommen zu dieser KRONE TV News Sondersendung zum Coronavirus mit allen aktuellen Informationen gleich am Morgen für Sie. In Österreich Stand heute Morgen gibt es rund 1000 Infektionsfälle, die meisten davon nach wie vor im Bundesland Tirol. Und ja, neben einem bestätigten Corona-Todesopfer gibt es seit Sonntag auch ein mutmaßlich weiteres. Am Sonntag verstarb ein 65-jähriger Mann im Kaiser-Franz-Josef-Spital in Wien. Er galt als Corona-Verdachtsfall. Und auch bei unseren italienischen Nachbarn in der Lombardei, da reißt die Zahl an Infektionsfällen und an Todesopfern nicht ab. Es gibt derzeit laut Stand Sonntag 1218 Tote und rund 13.500 Infizierte. Und aufgrund dieser Zahlen hat die Bundesregierung hierzulande eine deutliche Einschränkung in unser aller Alltag beschlossen. Die Geschäfte stehen mit heute still, die nicht mehr für das tägliche Leben gebraucht werden. Das Ganze gilt zunächst für eine Woche. Ausgenommen davon sind Supermärkte, Drogeriehandel, Apotheken, Banken, Post, Trafiken, Tankstellen, Tierfuttergeschäfte, Handyläden und Geschäfte für medizinische Produkte. Und auch Lieferdienste und Reinigungsdienste arbeiten weiter. Auch geschlossen hingegen sind Restaurants, Bars, Cafés und auch Diskotheken. Was bedeutet das alles für die heimische Wirtschaft? Dazu begrüße ich jetzt Thomas Saliger, den Unternehmenssprecher von XXXLutz, bei mir zum Videointerview. Ja, Herr Saliger, ab heute müssen alle Geschäfte geschlossen bleiben, so auch natürlich der XXXLutz. Was bedeutet das denn ganz konkret für die Unternehmer? Naja, das hat ja viele Seiten. Das bedeutet mal vor allem für die Mitarbeiter, dass sie heute zu Hause bleiben, aus Sicherheitsgründen und für unser aller Gesundheit. Ich glaube, das ist ja insgesamt das Wichtigste an der Geschichte. Und für uns als Unternehmer natürlich die Verantwortung mal zum einen für die Mitarbeiter. Da hat die Regierung, glaube ich, eine sehr gute und sehr großzügige Lösung gefunden. Wir müssen das halt jetzt alles abwickeln, gemeinsam auch mit den Behörden. Das ist eine Herausforderung. Und dafür sind wir am Wochenende viel zusammengesessen. Und ich glaube, vielleicht könnte es auch nützen, unseren Mitarbeitern zu sagen, bleibt zu Hause, bleiben wir gesund und starten wir dann nachher gemeinsam wieder durch. Ich glaube, an das müssen wir jetzt alles denken und die Organisation soll zweitrangig sein, aber ist natürlich, hängt viel dran. Also Sie haben, habe ich jetzt rausgehört, Verständnis als Unternehmer für diese Maßnahmen der Regierung? Ich glaube, das ist überhaupt keine Frage. Also das, glaube ich, da gibt es keinen in Österreich und ich rede ja mit vielen auch anderen Unternehmern in der Zeit, da gibt es überhaupt keine Frage, die wissen, was sie tun. Wir haben auch Verständnis, auch wenn wir, klar, wenn wir selbst Informationen immer aus Pressekonferenzen kriegen, aber selbst für das habe ich mittlerweile Verständnis, weil ich glaube, man sieht den Alarm, wenn man innerhalb von 3 Tagen Gesetze auf den Weg bringen muss, das ist ja kein leichtes Unterfangen und da gibt es so viele Formalitäten und ich weiß es jetzt auch von uns. Wir haben ja Bereiche von der Logistik, Auslieferung, E-Commerce, Restaurant. Man glaubt ja gar nicht an, wie viele Bereiche, wo man das überall durchdenken muss. Und wir selbst haben immer, ja, wir wollten auch unsere Mitarbeiter noch schneller informieren, als es überhaupt gegangen ist. Also wir haben uns sehr bemüht, wir haben hart gearbeitet, wir werden noch lange hart arbeiten. Aber ich glaube, es gibt keinen Zweifel, jetzt gibt es immer was Wichtigeres und das Wichtigste ist die Gesundheit. Und wie gesagt, das Geschäft, das kommt wieder, das ist keine Frage und wir werden die Krise gut meistern und ich glaube, wir sind bei der Bundesregierung in guten Händen und ich glaube auch und ich würde mich freuen, wenn das unsere Mitarbeiter so sehen, wenn die sich bei uns in guten Händen sehen. Waren Sie denn auf so eine Situation vorbereitet? Wie ist das denn in großen Unternehmen? Hat man da so einen Notfallplan für alle Fälle in der Schublade oder kommt das dann ganz plötzlich? Also ganz ehrlich, also wenn irgendeiner behauptet, er war auf sowas vorbereitet, das kann man nicht vorbereitet sein. Und auch, was ich gelernt habe in den letzten Tagen, ich bin seit 25 Jahren dabei in diversen Funktionen, die Situation ändert sich jede Stunde. Und ich glaube, wenn man vielleicht sogar zu viel vorbereitet ist, dann will man das irgendwie in eine Schablone pressen, die man schon hat. Das geht da gar nicht. Da muss man situationsbedingt, muss man jeden Tag die Entscheidungen treffen. Die Entscheidung von heute kann morgen falsch sein und man macht sie wieder neu. Ich glaube, da ist man gefordert und ich glaube, die Menschheit ist ja da eigentlich eh gut, dass wir uns anpassen können. Uns ist lange wahnsinnig gut gegangen. Wir könnten jetzt auch sagen, okay, viele Jahre ist überhaupt nichts passiert und es ist alles nur nach oben gegangen. Jetzt gibt es eine Delle,
da müssen wir durch, da rücken wir zusammen. Mhm. Und je mehr wir zusammenrücken, glaube ich, umso schneller und einfacher wird das alles funktionieren. Und was für einen logistischen Aufwand bedeutet das Ganze? Schickt man da alle Mitarbeiter dann in eine Art unbezahlten Urlaub oder vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, den man irgendwo anders dann verwenden könnte im Sinne des Homeworkings? Ja, das ist ja durch die Regierung auch sehr, sehr gut gelöst worden. Die Gesetze sind gestern beschlossen worden. Es gibt ja dieses Modell Kurzarbeit, wo sich viele Mitarbeiter auch nichts vorstellen können. Wir haben die Mitarbeiter heute informiert. Im Wesentlichen heißt das, dass man mit 80-90% des Gehalts zu Hause bleibt. Mhm. Natürlich gibt es bei uns gewisse systemrelevante Jobs, das heißt, wir müssen ja gewisse Dinge aufrechterhalten. Sie müssen sich denken, eine Buchhaltung muss funktionieren, eine Lohnverrechnung vor allem muss funktionieren, das muss wo ausbezahlt werden. Diese Anträge müssen wo gestellt werden, die müssen geprüft werden. Es gibt Dinge, zum Beispiel unseren Online-Shop oder auch Online-Information, Kundeninformation, das wird man in irgendeiner Weise aufrechterhalten. Da geht heute, Gott sei Dank, so wie wir jetzt das Interview machen, vieles von zu Hause aus. Wir sind eigentlich ganz, muss ich sagen, ich glaube, wir haben das jetzt schon ganz gut organisiert. Es wird irgendwas auftauchen, an was wir vielleicht nicht gedacht haben. Wir müssen zum Beispiel in unsere Restaurants die leicht verderblichen Lebensmittel nur aus den Lägern tun. Die haben wir gesagt, die werden wir die Mitarbeiter schenken, die systemrelevanten, die noch da sind. Oder wir müssen schauen in der Umgebung, wo immer. Also, aber nur, dass man, das ist eigentlich nur ein Beispiel, dass man sieht, an was man alles denken muss. Es werden viele Lkw-Fahrer aus vielleicht sogar weiteren Ländern vor unseren Lägern stehen, die wir vielleicht noch entladen müssen. Also, oder wollen, sofern das geht. Also es gibt ja auch eine gute Beschränkung, dass maximal 5 Personen anwesend sein dürfen noch, aber für uns ist das alles, wir haben eigentlich, so wie der Herr Kanzler das für Österreich gesagt hat, wir haben eigentlich den XXX-Lutz schlafend gelegt oder ruhend gelegt. Das werden wir dann die nächsten 2 Tage, glaube ich, komplett erledigt haben und dann werden wir uns das von zu Hause eigentlich aussitzen, wenn man so will. Aber es klingt ja fast danach, dass Sie sich schon auf einen längeren Zeitraum einstellen. Also ganz ehrlich, ich glaube, jeder, der glaubt, dass das in einer Woche vorbei ist, das wird ein Fehler sein. Und ich glaube, man kann da auch ganz offen sein. Also wir rechnen dann schon, dass das ein paar Wochen dauert. Zumindest, da braucht man wahrscheinlich auch nichts beschönigen. Ich glaube, jede Woche ist vielleicht gut investiert. Und wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie, wir sind ja in vielen, vielen Ländern unterwegs. Also wir sind insgesamt in 13 Ländern tätig. Und ich glaube, man kann... Oder vielleicht kennen wenige, so wie wir, eigentlich ein Lob der Regierung aussprechen. So entschlossen, sauber und auch schnell ist in keinem Land gearbeitet worden. Da kann man in viele Länder schauen, wo da noch immer so ein bisschen herumgeeiert wird. Also eigentlich muss man sagen, tippitoppi, wie die das gemacht haben, auch wenn das sind ja keine leichten Entscheidungen. Und ich glaube, das ist ja, da gibt es ja dann und wann auch Unverständnis von der Bevölkerung. Aber ich glaube, ich glaube, dass wir in ein paar Wochen sagen werden, eigentlich hat das Österreich super gemacht und wir haben einmal Europa gezeigt, wie man Krisenmanagement macht. Also ich höre daraus, Unternehmerseite gibt es viel Verständnis. Wie werden denn die Maßnahmen von der Arbeitnehmerseite aufgenommen? Kann man im Detail noch nicht sagen. Wir haben jetzt die Mitarbeiter informiert, diese Kurzarbeit-Modell, man muss ein Modell dazu sagen, weil Kurzarbeit klingt so, wie wenn man kürzer arbeitet. Das geht ja eigentlich bis zu, dass man gar nicht arbeitet. Man kriegt so das erste Feedback. Ich glaube, es ist sehr beruhigend, die Information, dass da 80-90% des Gehalts überbleibt, weil schließlich geht es um das, dass die Mitarbeiter ihre Mieten zahlen können, ihre Aufwände. Also die ersten Feedbacks, die so jetzt, wir haben das vor 2 Stunden verschickt, die Information, also gestern Abend verschickt, in dem Fall, die sind durchaus verständnisvoll. Natürlich gibt es da offene Fragen, weil es muss ein bisschen der Urlaub angerechnet werden und das ist gar nicht so einfach. Wie sieht man das? Weil es eigentlich ja nur der alte Urlaub ist, den man nicht verbraucht gehabt hat. Also ich glaube, im Anbetracht dessen, was hätte alles sein können, ist es eine sehr, sehr großzügige Lösung. Ich glaube, dass die Regierung die Mittel ein bisschen unterschätzt. Ich denke und ich hoffe, dass sie das jetzt dann auch durchziehen und dann die Schleuse nochmal aufmachen. Das wird nicht übrig bleiben.
Herr Saliger, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gutes Durchhalten wünsche ich schon an dieser Stelle. Und ja, ich hoffe, dass Sie da recht behalten und dass das doch dann irgendwann überstanden ist. Vielen Dank. Ja, danke vielmals. Wiederhören. Wiederschauen. Wiederhören, danke. Ja, lieber Max, wir haben jetzt durch das Coronavirus auch komplett unser Krone-TV-Programm umstellen müssen. Was erwartet uns denn die nächsten Tage? Also wir haben auch bei uns einmal den Plan, die Grundversorgung sicherzustellen. Wir haben tägliche News-Sendungen, wir werden drei an der Zahl haben. Eine große, die wir noch aus dem Studio in Wien produzieren, aus der Mutgasse. Zwei Sendungen aus unserem Notstudio, in dem du auch gerade stehst. Wir werden die Leute auch zu Hause ein bisschen mit Programm unterhalten, werden sie bewegen in ihren Wohnungen, werden wir probieren, dass die Leute nicht verzweifeln, wenn sie da wochenlang oder tagelang allein zu Hause sitzen oder mit ihren Kindern. Da haben wir uns einiges überlegt und da werden wir ab morgen damit starten. Du hast es schon angesprochen, ich stehe im Notstudio, aber kannst du vielleicht unseren Zusehern erklären, wie sieht denn aktuell die Situation bei uns in der Redaktion aus? Ja, da sind wir auch sehr, sehr eingeschränkt. Wir haben wirklich nur mehr absolute Notteams, in vielen Abteilungen sind gar keine mehr. In der Redaktion, also da ist es auch schon ziemlich verwaist. Wenige Personen nur noch im Haus, die allerwichtigsten Kommunikationswege sind auch für uns ist mittlerweile die Mobiltelefone geworden und die Computer über Mail natürlich, über Skype, über WhatsApp. Wir haben dann eigene Kommunikationsplattformen, über die wir noch miteinander sprechen. Ja, so machen wir das im Moment. Und was bedeutet denn das Virus für unsere Sportshow, die ja doch auch relativ beliebt ist auf Krone.at? Ja, Sport ist ein lustiges Thema im Moment, Katja, du hast das angesprochen, Sport, aber bei Kultur, das betrifft diese ganzen Bereiche, da gibt es eigentlich nichts im Moment. Da ist wirklich, da ist die Nachrichtenlage sehr, sehr dünn, da gibt es nichts, worüber man berichten könnte. Wir werden trotzdem einige Sendungen zur Verfügung stellen, aber es ist sehr, sehr schwierig, darüber zu berichten. Und Diskussionsformate, wie zum Beispiel auch mein Diskussionsformat Brennpunkt, ist das überhaupt noch verantwortbar, als Sender Gäste miteinander an einen Ort zusammenzusetzen? Nein, Katja, also derzeit wirklich nicht. Derzeit werden wir keine Brennpunkt-Sendung gestalten. Vier Personen in einem Studio plus Moderatorin plus Technik plus Kameraleute. Das ist einfach nicht zu verantworten im Moment. Also deine Sendung am Mittwoch wird es in dieser Form zumindest nicht geben. Vielleicht haben wir noch irgendwelche genialen Ideen, wie wir das mit Videochats lösen. Aber das ist natürlich, die Technik spielt jetzt schon uns in die Karten, dass man doch noch Fernsehen produzieren kann, obwohl man eigentlich die Leute nicht mehr ins Studio einladen kann. Also noch einmal zusammengefasst, wir haben dann auf Krone.tv und Krone.at dreimal am Tag News-Sendungen. Dabei bleibt's. Genau, wir werden die Leute in der Früh am Abend informieren und untertags die ausführlichere Sendung, aber ganz wichtig auch in der Früh und am Abend die Leute in der Früh mal abzuholen, was steht heute so an, was sind die absoluten News des Tages. Wir werden auch probieren, die Regierung täglich einzubinden bei unseren Sendungen. Werden auch interessante Talks haben, die du aus dem Notstudio abwickeln kannst. Also top informiert wird man bei uns auf jeden Fall bleiben. Ich freue mich jedenfalls drauf. Vielen, vielen Dank, Max. Baba, Katja, ciao. Danke. Ja, liebe Jasmin, seit gestern gibt es ja Ausgangssperren bei euch in Tirol. Wie kann man sich denn aktuell die Lage in Tirol vorstellen? Also diese Ausgangssperren hat Tirol deutlich hart getroffen, muss man sagen. Es bedeutet nämlich, dass die Tiroler Bevölkerung lediglich in Notfällen ihr Zuhause verlassen darf. Also sprich, um Lebensmittel einzukaufen oder um die Apotheke aufzusuchen. Verboten sind Aufenthalte auf Spielplätzen oder in Parks. Auch die beliebten Straßencafés darf man derzeit einfach nicht aufsuchen. Und gibt es da schon Erfahrungen? Wird da auch sanktioniert tatsächlich von der Polizei, wenn sich tatsächlich jemand noch draußen befinden sollte? Also Erfahrungen gibt es jetzt seit Sonntag noch keine, weil laut Land Tirol die Polizei erst am heutigen Montag mit den Kontrollen startet. Aber es ist dezidiert angekündigt, dass Sanktionen getätigt werden, wenn man sich eben nicht an dieses strikte Verbot hält. Nun gibt es ja auch relativ viel Kritik an der Tiroler Landesregierung. Worum geht es da? Die Kritik bezieht sich einerseits darauf, dass man vielleicht ein wenig zu spät reagiert hätte, was die Landesregierung jedoch verneint. Zum anderen trifft diese Kritik auch den Hotspot Ischgl, weil sich da, also in Ischgl vor allem in dieser Bar, viele inländische Gäste infiziert haben, aber vor allem auch ausländische Gäste betreffend der skandinavischen Länder. Und wie ist da deine Einschätzung? Hat man da die Wirtschaft über die Gesundheit der Menschen gestellt?
Das ist schwer zu sagen, weil wir sind immerhin in Tirol ein Tourismusland und solange die Sanktionen noch nicht strikt getätigt worden sind, versucht man natürlich hier immer alles aufrecht zu erhalten, weil Tirol schlichtweg vom Tourismus lebt. Das zeigt sich auch vor allem in Tälern wie im Bad Nauntal. Somit ist es vielleicht schwierig zum Einschätzen und vor allem zum Verurteilen. Und was bedeuten diese Ausgangssperre, was bedeutet das jetzt für den Tiroler Tourismus? Diese Ausgangssperren treffen den Tiroler Tourismus auch hart, also nicht nur die Personen im Einzelnen, sondern es ist tatsächlich so, dass die Lokale zu sind, dass die Skigebiete zu sind, dass die Restaurants zu sind, dass man dementsprechend eben keine wirtschaftlichen Einnahmen hat, weil man keine Gäste empfangen kann. Und auch die Skisaison ist zu Ende mit über einem Monat als geplant. Also die Einbußungen belaufen sich allein hier auf rund 200 Millionen Euro pro Woche. So ist es derzeit zumindest von den Hochrechnungen her zu sagen. Und was bedeuten die Ausgangssperren denn für euch Journalisten in Tirol? Also wir Journalisten machen es jetzt so, dass wir prinzipiell also die Redaktion aufsuchen dürfen, weil wir unserer Arbeit nachgehen müssen, um auch die Bevölkerung aufzuklären. Intern haben wir es so geregelt, dass der Großteil von uns von zu Hause auch arbeitet, dass Pressekonferenzen, wenn überhaupt noch welche stattfinden sollten, nicht mehr besucht werden. Wir werden alles telefonisch künftig abhalten, unsere Kontaktpersonen via Telefon interviewen, vielleicht auch via Skype. Nur wenige Personen halten sich in der Redaktion auf. Das ist diesbezüglich notwendig, um die ganzen organisatorischen Sachen einfach abwickeln zu können. Und eine letzte Frage, wie ist denn allgemein die Stimmung bei euch in Tirol? Gibt es da Verständnis von Seiten der Bevölkerung oder wie kommen denn diese Ausgangssperren an? Also es ist ganz, ganz deutlich Verunsicherheit zu spüren. Das kann man daran festlegen, dass allein am vergangenen Samstag rund 45.000 Anrufe bei unserer Gesundheitshotline 1450 eingegangen sind. Die Leute hingen teilweise wirklich minutenlang in der Warteschleife. Sie mussten es mehrmals versuchen, um durchzukommen. Das zeigt deutlich, dass sie Bedürfnis haben, sich zu erkundigen, was jetzt auf sie zukommt, was sie machen können, was sie machen dürfen. Intern ist nicht jeder natürlich darüber erfreut, dass man ab sofort Tag und Nacht zu Hause bleiben muss. Vor allem mit Kindern dürfte es die ein oder andere Schwierigkeit geben, weil Kinder prinzipiell schnell Langeweile empfinden zu Hause. Also es ist Kreativität deutlich gefragt. Aber ich glaube schon, dass der Großteil der Bevölkerung einsieht mittlerweile, dass ein derartiges rigoroses Vorgehen von Seiten des Landes einfach notwendig ist. Ja, vielen, vielen Dank, Jasmin, nach Tirol. Danke und gutes Durchhalten und alles Liebe. Sehr gerne, danke auch. Ja, Herr Botschafter, nun gibt es ja Einreisesperren für Europäer in die USA. Warum war das denn notwendig und wie lange wird das denn andauern? Also diese Einreisesperren wurden verhängt, aber es gibt kein Enddatum dafür. Das heißt, ab jetzt darf niemand, der sich in den letzten 14 Tagen zum Beispiel im Schengen-Raum aufgehalten hat, in den USA einreisen. Das heißt, wenn Sie aus Österreich in die USA reisen wollen, würde sie die Fluglinie gar nicht mitnehmen. Wenn sie die Fluglinie mitnimmt, dann dürfen Sie in den USA nicht einreisen, müssen sofort wieder zurück. Das war einfach eine Reaktion darauf, dass man in den USA gesehen hat, wie stark die Zahlen in Europa ansteigen. Siehe Italien, siehe Spanien und ehrlich gesagt inzwischen ganz Europa. Und so hat man gesagt, wir müssen diese Einreisen stoppen. Die USA haben auch sehr schnell am Beginn der Krise alle Einreisen aus China gestoppt und das war jetzt nur der nächste logische Schritt. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Man kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wie lange das andauern wird. Ja, genau, das ist richtig. Diese Verordnung des Präsidenten ist mit einem offenen Ende. Man hat uns gesagt, wir haben ein Telefonat mit den Behörden hier gehabt und hat gesagt, man wird versuchen, das so schnell als möglich zu beenden. Aber ganz ehrlich, so wie sich die Zahlen entwickeln in Europa, ist nicht davon auszugehen, dass das schnell beendet wird. Das wird Wochen, vielleicht Monate dauern. Wie wird denn ganz allgemein gefragt, das Virus in den USA aufgenommen? Ist da die Bevölkerung in Angst oder nimmt man das eher locker? Also noch nimmt man es sicher viel lockerer als in Europa. Sie haben in den USA derzeit circa 3000 Fälle in einem Land mit 330 Millionen Einwohnern. Das heißt, da hat man das Gefühl,
das ist noch nicht so schlimm. Die Regierung beginnt das jetzt langsam sehr ernst zu nehmen. Es gibt auch die ersten Schulschließungen und, und. Also es wird schon an der Schraube gedreht, aber wenn ich heute so in der Stadt unterwegs war, da sind Restaurants noch offen, da sind noch Kinos offen. Also da ist noch vieles, ein normales Leben möglich. Das wird sich Schritt für Schritt ändern. Wäre das überhaupt in den USA, in einem Land wie den USA, denkbar? Also Geschäftsschließungen oder ähnliche Maßnahmen wie in Österreich oder dass ganze Orte abgeriegelt werden? Ist schon möglich. Die USA sind ein sehr föderales Land. Deswegen werden in manchen Staaten werden schon die Schulen geschlossen. Viele Universitäten haben schon geschlossen. Aber es gibt nicht generell für die USA eine derartige Vorgabe. Aber ich glaube, das ist alles eine Frage der Zahlen. Wenn die Zahlen entsprechend groß werden, wird vieles möglich, was man heute noch für unmöglich hält. Und wie werden denn die Maßnahmen des Präsidenten in der Bevölkerung gesehen? Reagiert der in den Augen der Bevölkerung zu lasch oder ist das genau richtig? Ich glaube, der Präsident hat am Anfang langsam reagiert. Am Anfang hat es so Aussagen gegeben wie, naja, das ist halt wie die Grippe. Inzwischen hat man da sehr stark gedreht, die Kommunikation. Jetzt ist das alles auf Krisenkommunikation gegangen. Jetzt wird aufgerufen, alle Firmen müssen sich beteiligen, mitzuhelfen. Heute hat die Bundesbank, die Federal Reserve, die Zinsen auf Null gesenkt. Also man hat jetzt schon verstanden, hier muss agiert werden und das wird Schritt für Schritt getan. Am Anfang war es ein bisschen langsam. In Europa werden die Maßnahmen, die die österreichische Bundesregierung getroffen hat, für sehr positiv aufgenommen und gelten doch auch als Vorbild für ganz Europa. Wie ist denn das in den USA? Fällt Österreich da mit seinen harten Maßnahmen auf? Nein, ich glaube, man hat gesehen, was in Österreich passiert. Und insgesamt, nachdem das ja jetzt in vielen Staaten passiert, steigt einfach die Akzeptanz, dass man versteht, das ist notwendig. Das macht keine Regierung, weil es so lustig ist. Das trifft die Menschen, das trifft die Wirtschaft. Aber das sind einfach Dinge, die Leben schützen. Und auch wenn man hier immer wieder Ärzte und Experten auf den Bildschirmen sieht, die alle unterschreiben das und sagen, was wir heute machen, schützt morgen viele, viele, viele Leben. Also das wird und ist notwendig und wird auch richtig so gemacht. Ich glaube, Österreich liegt da sehr gut und das wird auch gesehen. Nun gab es ja auch ein Statement des Präsidenten, das für Verwirrung gesorgt hat. Und zwar ging es da um eine Website, die angeblich von Google programmiert werden soll, wo ein Patient oder ein vermeintlicher Patient seine Symptome eingeben kann und dann die Information bekommt, wo und ob er sich testen lassen kann und muss. Was hat es denn mit dieser Geschichte auf sich? Das war offensichtlich in einer Pressekonferenz eine von vielen Dingen, das da wieder angekündigt wurde. Und das Unternehmen selber ist dann nachher rausgegangen und hat gesagt, halt, wir sind noch gar nicht so weit. Das war offensichtlich der Versuch zu zeigen, dass die Unternehmen da mitziehen, dass da schon viel geschieht, dass da vieles in Vorbereitung ist. Und das war halt ein Schritt zu weit, denn das Unternehmen war noch gar nicht fertig. Wie gesagt, ich glaube, in der Krisenkommunikation wird es immer wieder auch ein bisschen Unschärfen geben. Das hilft sicher nicht. Denn die Leute wollen sich auf das verlassen, was sie hören. Aber wie gesagt, ich glaube, das war einfach ein Schritt, der halt so nicht im Detail gestimmt hat. Google wird sich sicher sehr bemühen, um das möglich zu machen, aber noch ist es nicht so weit. Und dieselbe Thematik gab es ja auch bei dem Thema Impfstoff. Nun soll ja angeblich die USA oder eine US-amerikanische Firma doch recht weit sein in der Entwicklung eines Impfstoffes. Stimmt das? Stimmt das nicht? Ich glaube, da sind wir in dem ganzen Bereich, in so einer Krise blühen die Geschichten und da muss man sehr vorsichtig sein. Also alles, was ich gehört habe von Experten, ein Impfstoff, der auch tatsächlich weitergabefähig ist an eine große Mehrheit von Menschen, ist sicher noch Wochen, Monate entfernt. Also auf den Impfstoff heute zu hoffen, glaube ich, ist wirklich noch zu früh, was jetzt angesagt ist. Und ich glaube, das machen alle verantwortungsvollen Staaten, das soziale Leben zurückdrehen, die Kontakte zu beschränken. Das ist das, was momentan am besten hilft. Herr Botschafter, vielen, vielen Dank für das Gespräch.